Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video, werde ich dir zeigen, wie du mit Builderall super einfach und schnell, deinen Mitgliederbereich erstellen kannst. Und dazu loggen wir uns auch gleich mal in das Dashboard ein und legen als allererstes unseren Kurs an, damit wir den später haben. Also du siehst, wir sind jetzt hier in meinem Dashboard. Dann klicken wir hier auf Apps und hier haben wir die Rubrik E-Learning. Und ich habe jetzt schon mal einen Testkurs angelegt, damit es einfach flott geht, damit ich dir das kurz einfach zeigen kann. Und zwar könntest du jetzt hier einfach auf Create Kurs klicken und dann öffnet sich die Maske, die wir jetzt gleich durchgehen. Und du siehst, ich habe jetzt hier schon mal diesen Testkurs angelegt und sage jetzt einfach Edit, also ich könnte den Kurs hier rüber aufrufen, dann siehst du im Prinzip den Kurs hier rüber. Ich kann aber auch das Ganze hier teilen und auf anderen Seiten einbinden und natürlich bearbeiten und löschen. So, jetzt gehen wir auf Edit. So, und wenn du also Create Kurs geklickt hast, dann geht eben diese Seite hier auf. Du musst dann quasi die erste Seite ausfüllen. Du wirst nach der Kategorie gefragt, also du musst eine Kategorie vergeben. Ich habe das jetzt einfach Test genannt. Den Namen des Kurses musst du vergeben, habe ich Testkurs genannt. Dann hier die Sprache Deutsch. So, und jetzt hier der Bereich Open Course, Not Require Registration. Wenn du hier den Haken setzt, dann muss man sich nicht anmelden und nicht registrieren. Das mache ich jetzt einfach mal, einfach damit wir später im Mitgliederbereich auch die einzelnen Module aufrufen können. Ansonsten müsste ich mich da registrieren. Machen wir jetzt halt nicht. So, und dann hier Copyright Text kannst du abändern, wie du das möchtest. Klickst dann auf Save. So, und dann müssen wir die einzelnen Module anlegen. Hier gibst du das Modul ein. Hier habe ich dann jetzt Testmodul 1 eingegeben und bei der Beschreibung Testbeschreibung Modul 1. Dann klickst du auf Create Modul und dann findest du das hier unten wieder. Auch hier haben wir dann immer die Möglichkeit, das Ganze wieder zu editieren. Und dann habe ich noch ein zweites Testmodul angelegt. Ja, also ich zeige dir mal ganz kurz, wie schnell das geht. Machen wir jetzt einfach mal Testmodul 3. Testbeschreibung 3. Create Modul. Modul ist angelegt. Das war's schon. Dann erstellen wir die eigentlichen Inhalte, die Lessons. Auch hier habe ich jetzt schon mal Testmodul 1, also die Testlesson 1, die Testlesson 2 angelegt. Und auch hier zeige ich dir, wie das Ganze einfach mal aussieht, indem wir ein drittes nehmen. Hier wählen wir jetzt die Module aus. Also alle Module, die du angelegt hast, kannst du hier auswählen. Ich nehme jetzt hier das Testmodul 3 und sage hier Testlesson 3. So, dann kann ich hier auswählen, welche Art von Content ich in diesem Inhalt hinterlege, also in dieser Lerneinheit, in dieser Lesson hinterlegen möchte. Ich kann ein YouTube-Video einbinden, Vimeo, ich kann ein Video vom PC hochladen, Amazon S3, HTML-Page, HTML-Code, ich kann ein PDF-Dokument hochladen, Image, Slideshare, Soundcloud. Ja, also du entscheidest, welchen du hier möchtest. Du kannst jetzt hier YouTube auswählen und dann hier eine Content-URL hinterlegen. Dann den Schwierigkeitsgrad und wie lang das Ganze zu bearbeiten geht. Machen wir jetzt einfach mal 5 Minuten. Willst du Kommentare deaktivieren? Kann man hier machen, indem man den Haken setzt und man kann dann hier die Beschreibung. Also kannst du jetzt hier noch ergänzende Hinweise etc. hinterlegen. So, wir sagen Save. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, in die Beschreibung einzelne Dinge reinzupacken, wie zum Beispiel Download. Ja, wir können also, wenn wir hier auf Download klicken, können wir eine Datei hochladen und die wird dann in der Beschreibung quasi hinterlegt. Und so kann man dann mit einem Klick auf den Download dann im Prinzip die Datei runterladen. Oder wir können hier Links hinterlegen. Ich habe jetzt hier mal einen Link zu einer meiner Webseiten eingebaut.
Einfach um dir das dann später auch zu zeigen. So, und dann, wenn du fertig bist, deine Inhalte erstellt hast, dann sind wir im Prinzip da auch schon durch. Ich zeige dir jetzt noch die anderen Punkte der Vollständigkeit halber. Du kannst hier Test hinterlegen, ja, kannst du dann hier Fragen hinzufügen, die deine Kursteilnehmer beantworten sollen. Du siehst hier dann die registrierten Nutzer und die Funktion. Du kannst einen FAQ-Bereich anlegen, indem du die Fragen dann darin beantwortest. Geht auch einfach, indem du hier die Frage eintippst und dann die Antwort darunter gibst. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, verschiedene Themes zu wählen. Da nutzen wir jetzt einfach mal dieses Theme hier. Und du kannst das Ganze auch natürlich in verschiedene Sprachen übersetzen. Lasse ich hier auf Englisch. Dann hast du die Möglichkeit, deinen Kurs auch der Community zur Verfügung zu stellen. Ja, und das Ganze zu veröffentlichen oder hier dementsprechend Codes einzugeben für die Registrierungsseite und einen Code für alle Seiten. Okay, so, das war's. Inhalte haben wir erstellt. Mehr müssen wir jetzt hier nicht machen. So, und wenn wir jetzt hier auf Home gehen, beziehungsweise hier auf Kurses, dann können wir uns jetzt den Kurs hier entweder öffnen, ja, dann siehst du hier oben über diese drei Striche kann man sich dann registrieren, anmelden, ja, sieh den Content, FAQ. Und hier haben wir jetzt die einzelnen Module. Und es sieht dann so aus. Also ich habe jetzt hier einfach ein Testvideo eingebunden, dann hier ist die Beschreibung drunter und hier dann die Links. Ja, wenn jetzt hier noch Downloads wären, dann würde jetzt hier nochmal anstatt Links noch Downloads stehen und dann könnten wir uns das einfach hier runterladen. Wie gesagt, ist jetzt einfach hier nur zu Testzwecken. Genau. So, jetzt wollen wir das Ganze ja auf einer Webseite einbinden. Also wir könnten es hier einfach so lassen, ja, über oben dann aufrufen, aber wir wollen es natürlich auch auf einer Webseite einbauen. So, und dazu haben wir hier die Baukästen, den Pixel Perfect Sitebuilder. So, und jetzt kannst du hier auf neue Webseiten gehen. Und kannst jetzt hier aus verschiedenen Webseiten eben das raussuchen, was für dich passt. Hier würde ich jetzt zum Beispiel auf Internetmarketing gehen und Membership-Seiten. So, und jetzt können wir hier uns einen Membership-Bereich im Prinzip auswählen. Ja, welchen wir da möchten, ist uns halt dann freigestellt, können dann sagen, okay, ich gehe jetzt hier auf Bearbeiten. Das mache ich jetzt nicht, weil ich schon Testseiten angelegt habe. Aber wenn du jetzt auf Bearbeiten gehst, dann öffnet sich die gleiche Maske, die ich dir jetzt hier gleich zeige. Ich gehe jetzt hier auf meine Seiten, dann auf meine Testseiten. Es dauert jetzt immer einen kleinen Moment, bis der Editor geladen hat. Sollte gleich soweit sein. So, und so würde sich dann eben halt das von dir ausgewählte Template dann halt öffnen. So, und ich lege jetzt hier, ich habe jetzt hier ein neues Layout einfach mal angelegt. Das habe ich über diesen Bereich gemacht, oder ich lösche es nochmal raus, dann machen wir das gleich, dass du es nachverfolgen kannst. Weil das gleiche Layout, was wir uns jetzt vorhin angesehen haben, das werde ich jetzt einfach hier in den Testseiten anlegen. Das heißt, ich gehe hier auf Layouts, das wäre jetzt wie neue Seiten erstellen. Gehe dann auf Internet Marketing, Membership. Und jetzt habe ich die gleichen Layouts hinterlegt, wie wenn du über neue Seiten gehst. Und jetzt wähle ich einfach auch hier dieses Gelbe dann aus und nenne das Ganze jetzt Testkurs und sage bestätigen. So, es dauert auch einen kleinen Moment. Das ist bei mir heute etwas langsamer alles. So, das Layout ist erstellt. Und du siehst jetzt die einzelnen Seiten, die in diesem Layout schon hinterlegt waren. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Startseite, die könnten wir jetzt hier anpassen, könnten das dann jetzt auch mal hier so ein bisschen mittig rüberschieben. Wollen wir jetzt aber hier nicht machen. Und dann haben wir hier die einzelnen Modulseiten.
So, und jetzt hättest du die Möglichkeit, deinen Kurs auch so aufzubauen, dass du nicht über das E-Learning-Portal gehst, so wie ich es dir eben gezeigt habe, sondern du könntest jetzt hier einfach auch über Modul 1, ja, einfach hier deine Inhalte hinterlegen, ja, und diesen Bereich dann sichern. Geht genauso, aber der schnellste Weg ist, wenn wir das jetzt einfach hier mal rauslöschen, dass wir einfach die Module und Inhalte, die wir uns bei unserer E-Learning-Plattform hinterlegt haben, dass wir die jetzt einfach hier einbinden. Und dazu gehen wir aufs Plus und haben hier unter Apps schon den Bereich E-Learning. Klick einmal drauf. So, und dann wird es hier eingefügt. Das ist jetzt noch grau. Und jetzt müssen wir, also Doppelklick oder rechte Maustaste, und jetzt können wir hier automatisch aus allen Kursen, die wir hinterlegt haben, ja, die wir erstellt haben, können wir auswählen, welchen Kurs es hier hinterlegt werden soll. Und hier gehe ich jetzt einfach auf Testkurs und schon ist der Kurs hier eingebunden. Jetzt können wir das hier natürlich noch runterziehen. Ja, und können das halt alles noch schön anpassen, so wie wir das haben möchten. Und sagen, speichern, und das war's schon. Ja? Und so schnell hat man eben seinen Mitgliederbereich angelegt. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, einzelne Einstellungen allgemeiner Natur anzulegen im Mitgliederbereich. Das heißt, das können wir hier über die Einstellungen machen. Ja, wir können also hier Zugriff via Token erlauben. Wir können unsere Einstiegsseite festlegen hier unten. Ja, und ja, können den Zugriff für aktive Bilderall-Partner automatisch erteilen. Ja, also kannst du hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Dann auf Speichern und das war's. So, eine andere Möglichkeit ist noch, zeige ich dir auch kurz, du könntest jetzt hier einfach auf Seite hinzufügen gehen. Also wenn du eine leere Seite einfach nutzt, klickst dann hier unten auf Standardseiten, Seite Mitgliederbereich, geht auch. Okay, dann müssten wir das wahrscheinlich erst löschen. Machen wir auch mal schnell, nur der Vollständigkeit halber. Löschen wir das Layout nochmal raus. Ah, und hier war die Membership-Seite, okay. Löschen wir auch. So, und jetzt könnten wir einfach hergehen, könnten auch sagen, nee, wir wollen eine komplett neue Seite einfach erstellen. Machen einfach mal hier ein Layout, sagen einfach leere Seite. Hier nehmen wir einfach mal die und nennen die einfach auch Testkurs. Also das ist jetzt einfach nur eine weitere Möglichkeit, wie du das machen kannst. So, dann haben wir hier die Home-Seite. So, falscher Klick. Sagen hier auch wieder auf Seite hinzufügen. Und dann kann ich jetzt einfach hier sagen, Seite Mitgliederbereich, bestätigen. Und jetzt habe ich schon hier so eine Standardseite Membership und könnte jetzt auch hier einfach wieder aus meiner E-Learning-Plattform den Kurs integrieren. Ja, das hier schön aufbereiten. Sag Testkurs und das Ganze wäre hinterlegt. So, sag jetzt speichern. Dann schauen wir uns die Seite einfach nochmal in der Vorschau an, ob das dann auch so passt. Wie gesagt, du kannst es natürlich noch dann auf dich anpassen. So, und du siehst, Seite ist hier hinterlegt. Klicken auf Testmodul, Test Lesson 1. Jawohl, und haben hier unser Video drin. Testmodul 2. Ja, und so könntest du super schnell einfach deinen Mitgliederbereich aufbauen. Okay, wenn das Ganze jetzt für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst. Ja, gib mir gerne einen Daumen hoch. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Ja, willst du mit mir zusammenarbeiten? Hast du Lust ja, auf eine Business-Partnerschaft mit mir? Dann findest du auch unterhalb des Videos die entsprechenden Links. Und ja, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so ist, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Erstellen deines Mitgliederbereichs, deiner Online-Kurse, maximalen Erfolg, und wir sehen,
hören uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.